Ich bin zur Musik gekommen über einen Traum. Vor allem, weil ich dann die Melodie am Ende vom Traum noch behalten konnte. Und sie wurde von der Gitarre begleitet. Und so, ich war damals Abiturient und ich beschloss dann einen Monat lang für die Post, bei der Post zu arbeiten, um mir die Gitarre zu leisten. Und habe mir dann eine schöne Gitarre gekauft. Spielt einfach mit der Gitarre ein bisschen herum. Ich könnte noch gar nichts, noch keine Akkorde, noch gar nichts. Und ein paar Freunde brachten mir ein paar Grifftechniken bei. Und ich weiß noch, eines Nachts saß ich mit der Gitarre in meinem Zimmer und plötzlich konnte ich eine Melodie summen dazu. Und ich sang die Nacht durch, diese Melodie, so lange, bis ich dann plötzlich ein kleines Lied hatte. Und das war mein erstes Lied. Ich weiß nicht genau, wie meine Musik klingt. Manche sagen, sie klingt etwas melancholisch, andere sagen, sie klingt sehr schön. Sie ist auf jeden Fall eine ruhige Musik. Das ist keine Musik, die sehr stark extravertiert ist. Es ist eine Musik, die in sich hineingeht, die aber sehr stark die Welt erfassen möchte. Es ist eine suchende Musik, die eigentlich sehr, sehr stark die Einheit mit allem sucht. Insofern ist es schwierig, sie zu beschreiben. Ich würde sagen, es gibt Elemente, die ich finde in der brasilianischen Volksmusik oder in brasilianischer Bossa Nova Kultur, wo ich einen Teil von mir auch spiegeln kann, wo ich was erkennen kann auch von mir. Und dann gibt es noch die andere Seite, das ist dann die portugiesische, die kontinentaleuropäische portugiesische Musikseele, unter der ich aufgewacht bin. Die Gitarre bedeutet für mich die Quelle vom Klang. Es hat einen wunderschönen Körper, den man überall mitnehmen kann. Und wenn ich spiele, dann spüre ich auch die Schwingung. Es ist eigentlich ein Schwingkörper. Und es ist nicht nur der Klang, es ist nicht nur die Vermählung zwischen Klang von der Gitarre und Klang vom Wort, sondern es ist auch dieses Schwingen, was über das Holz auf den Körper übertragen wird. Es ist eigentlich was, man kann fast beinahe sagen, was Erotisches an der Gitarre. Was sie als Instrument wirklich auszeichnet, im Gegensatz zum Beispiel zum Klavier. Die Arbeit von meiner Musik ist an sich, ich muss so sagen, wie das erste Lied entstanden ist, dann kann man das irgendwie dann nachvollziehen. Ich saß mit meiner Gitarre da und klimperte vor mich hin, weil ich kann ja keine Noten lesen, ich habe mir alles selbst beigebracht übers Gehör. Und dann verfiel ich in eine bestimmte Stimmung und dann merkte ich durch den Griff, den ich auf der Gitarre gerade spielte, merkte ich, dass sich eine Melodie ereignete in mir selbst. Und ich summte sie nach und dann wollte ich unbedingt zu dieser Melodie ein Wort finden. Ich kostete die Worte aus, auf deren Klang. Der Klang musste zu der Gitarre passen, es musste zu diesem Resonanzkörper der Gitarre passen, zu der Vibration der Gitarre. Und daraus entstand plötzlich ein Klangkörper zwischen dem singenden Wort und dem Gitarrenklang. Und diese Verbindung war für mich so wichtig, dass ich das ganze Lied, diese Verbindung immer versucht habe zu verfolgen, sodass am Ende ein Lied entstand, eine Melodie, die aus diesem Suchen sich ergeben hat. Die eigentliche Leistung ist dann daraus, aus dieser Diversität dann eine Art von harmonisches Bild dann herbeizuführen. Und das gelingt mir dann am Ende. Nach viel Arbeit entsteht dann eine Melodie, die diese Klangqualitäten hat. Vem do céu, princesa amor, estrela mãe, canção do mar. Ich hatte natürlich die großartige Hilfe von Hans-Peter Ströhr. Hans-Peter ist ein sehr guter Freund, wir kennen uns schon lange. Und ich hatte das Glück, dass er eben nicht nur ein Freund ist, sondern auch ein sehr guter Komponist und Filmkomponist, auch ein bekannter Filmkomponist. Wir haben uns musikalisch immer sehr gut verstanden und er konnte auch immer meine Lieder auch schätzen. Und dadurch wurde es zu einer sehr fruchtbaren Zusammenarbeit. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Auch
seine Professionalität in Begleitung zu haben, zu wissen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat vor allem den Liedern sehr gut getan. Wir trafen uns erstmals im Jahre 2006 in seinem Studio in München. Wir blieben immer in Kontakt, das heißt, es gab immer wieder Produktionsphasen und dann Phasen, wo wir dann uns dann nicht sahen. Die Lieder umfassen eine biografische Zeit, die erstreckt sich von meinem 20. Lebensjahr bis zu meinem 50. Lebensjahr. Jedes von diesem Lied drückt eine gewisse Erfahrung mit der Liebe aus. Die Liebe zur Frau ist das Thema von den Liedern. Es ist eigentlich ein Thema, was universell ist. Und so ist auch meine Sammlung eine Sammlung von den verschiedenen Liebesliedern, die mich begleitet haben. Und während ich das Booklet zusammengestellt habe, hat sich dann eine Reihung von selbst ergeben, eine Gliederung, woraus dann eine Geschichte entstanden ist, die Geschichte von Ibai, also meine Geschichte im Grunde genommen von Anfang bis zum Ende. Ibai ist zunächst mal ein Gestrandeter. Sein Schiff zerschellt am Strand und er erblickt die Frau ganz weit am Horizont. Und im Grunde genommen ist es auch wie am Anfang in der Liebe, man erkennt den anderen zunächst mal weit weg und man projiziert auf den anderen ganz viel, ganz, ganz viel von sich, ganz eigene Vorstellungen, ganz viele Wünsche, Projektionen aller Art. Aber man erkennt die Silhouette und die Konturen des Gegenübers, des Du noch nicht ganz an sich. Und die Beißreise ist genau dieser Weg, wo er immer mehr zur Essenz des anderen hineinkommt. Er macht sich auf den Weg und muss natürlich gegen den Strom schwimmen, weil der Strom ist ja im Grunde genommen das eigene, womit wir uns selbst definieren. Und das, was uns aus uns selbst entreißt, ist ja das Du, ist der andere. Gott sei Dank haben wir diese Polarität Mann-Frau, weil sie führt uns dazu, dass wir uns auch dann erkennen können. Es ist dieses große Erkennen, die Ibai dann am Ende dann gewinnt. Ich habe versucht, in diese CD Substanz hineinzubringen. Und die Substanz ist ein bisschen verborgen, ist ein bisschen versteckt. Das heißt, der Zuhörer, der sollte die Lieder öfters hören und dann nachspüren, was die Musik mit ihm macht. Das ist die eigentliche Botschaft von der CD. Sie bewirkt was in einem, aber auf eine sehr subtilen und freien Art und Weise. Es lädt einfach ein in eine Welt, die meine Welt ist, von der ich dann auch Zeugnis geben kann über die Musik. Die CD kann man über Amazon beziehen und im Grunde genommen ist es die CD wie ein Baby, was jetzt auf die Welt kommt und was dann seine eigenen Schritte dann irgendwann mal gehen wird. Und meine Aufgabe ist eigentlich zu Ende geworden. Sie ist beendet jetzt durch die Entwicklung und auch durch das Herausgeben der CD. Prinzessa, Prinzessa, Amor,